Bei mir hab's Steak neulich vom Grill. Ja. Hey, bei uns bist du aus der Pfanne. Wir haben keinen Grill. Wir haben zwar einen Balkon, aber auf dem darf man nicht grillen. Und Elektrogrill ist irgendwie, da kannst du es auch oft in der Pfanne braten, weißt du nicht. Das ist nicht so cool. Ist eigentlich ein Moderator da? Studierendenwerk. Ja, schön. Studierendenwerk war ganz wichtig. Sauber, Herr Rembert. Schönen guten Abend übrigens. Schön, dass du doch reingeschaut hast. Der Herr Arbeitskollege. Stimmt, ich darf gar nicht Studentenwerk sagen. Ich habe vor uns, glaube ich, aus Versehen Studentenwerk gesagt. Ah, der ist ja jetzt Studierendenwerk. Na? Und wer das nicht sagt, der zeigt nicht gebührend Respekt der Sache gegenüber. Auf jeden Fall wichtig. Moin, moin, ja. Bin auch gerade aufgestanden. Elektrogrill ist, will und kann nicht. Ja, ist quasi auch so. Elektrogrill ist nicht geil. Also, beziehungsweise ist nicht geiler als in der Pfanne braten. Und entsprechend brate ich es einfach in der Pfanne. Dann ist das auch gut. So, wir müssen ein bisschen Zeug mitnehmen, bevor ich es jetzt hier wieder vergesse. So viele. Ach nee, die hat er ja vollgestopft hier. Die Lichtbogenöfen. Ich glaube, 150 Stück stehen da schon rum. So, mal ganz kurz gucken. Ja, hier, er ballert wieder. Wunderbar. Okay, kein Radar. Ich sehe nix. Hast du Factorio, Joel? Nee, hat er nicht. Pyro, was studierst du eigentlich? Immer noch Informatik. Ach, aber Schwanz nicht da, wa? Naja, gut. Informatik, Studierer. Jeder hat das Recht, diskriminiert zu werden. Ach, nein. Ob das ein Recht ist? Weiß ich nicht, ich wollte gerade was sagen, aber mir fällt bloß das englische Wort ein, nämlich Burden. Aber wie heißt das auf Deutsch? Ah, naja, ich weiß es, mir fällt es gerade nicht ein. Und wieso sind die FPS so im Keller? Was ist hier los, Spiel? Wieso fehlen vor allen Dingen schon wieder. Da gibt's doch nicht. Ich habe alle aufgewertet, ne? Alle die Dinger sind aufgewertet und der will mir erzählen, ich habe nicht genug Schaltkreise. Sicherlich Spiel. Sicherlich. Hier sind 150.000 drinne. Wie können denn da Schaltkreise fehlen? Open Request. Nicht genug Züge oder was los? Hier stehen auch genug Züge rum. Jetzt wird's komisch, ne? Wie kann denn das passieren? Setz bitte die Radaranlagen. Ja, mache ich gleich. Schade, auch in der Basis. Ja. Warum baust du nicht die Steinschmelze in die Basis? Keine Ahnung. Ich glaube einfach, weil der einzige Zug, der hier Stein braucht, ist hier irgendeiner. Ich glaube, der hier. Und da hatte ich das hier auch schon so gemacht und deswegen passiert das jetzt hier einfach so. Es macht ja nichts. Ist auch egal, wo das Ding steht. Macht ja keinen Unterschied. Oh, hier schön gegrillt. Fetzt. Fetzt. Oh, hier kommt ein bisschen was an. Alter, was der hier für Zeug frei macht. Oha. Oha, da haben wir noch was vor. Output in Blau. Bei wo? Bei der Steinding? Ja. Theoretisch nicht nötig, weil der Input hier für das Ding ist auch nicht blau. Und sind auch bloß Vierer. Also theoretisch macht das gar keinen Sinn, was ich hier mache. Dass ich das so riesengroß baue. Eigentlich kann ich es so lassen, wie es jetzt ist. Also das fehlen noch ein paar. Ich hole mir das jetzt, ne, bevor ich sie da vergesse. Blaue Greifarme, wieso? Warum? Weil die schnell sind. Das spart FPS. Nicht, dass das irgendwie eine Rolle spielen würde, weil ich zu wenig habe. Okay, Open Requests sind in Ordnung. Ja, wir haben ja auch jede Menge. Ich weiß nicht, warum da Open Requests war.
Das hat mich jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber ich glaube, wir sind bloß noch bei 38 FPS, weil die ganze Maschinerie wieder am Laufen ist hier. Geht natürlich auch mal was bei der Forschung los. Das ist die andere Sache, ne? Könnte man die Forschung wieder ausbauen? Hier fehlt ja noch ein ganzes Stück, wo was dran kann. Die grünen Schaltkreise mit blauem Band rausgeben. Die werden mit blauem Band rausgegeben, oder? Oh, nee, werden sie nicht. Und das, hier, die sind auch noch nicht umgebaut. Ah, ja, ich sehe es gerade. Die hier sind noch nicht umgebaut. Nur die sind umgebaut. Ja, okay, stimmt, wir mussten warten, dass der hier wieder Zeug baut. Das war das Problem. Und hier ist noch nicht genug da, um das weiterzumachen. Deswegen müssen wir dann nochmal kurz warten. Was natürlich jetzt super ist, dass ich hier was rausklaue. Wir brauchen jede Menge davon. Ja, nimm einfach mit. Den Rest packe ich gleich wieder in die Kiste rein, wenn ich wiederkomme. Ja, wie langsam die sind, die Greifarme. Das ist der Wahnsinn. So, hier nimm nochmal 50 mit. Wir haben ja dann im Zugzeug drin. Wir machen die jetzt nicht schneller als rotes Band, denke ich. Im Zweifel können wir ja noch was machen. Nee, brauchen wir gar nicht, weil wir haben 8. Was machst du hier, Kollege? Genau, gehen wir mal nach Ballerbude und wenn du bei Ballerbude fertig bist... Na, hier ist wieder das... Ist immer noch das Problem, ne? Aber jetzt geht's schon mal ein bisschen flotter. Und ein bisschen schneller entladen. Aber wir haben immer noch das Problem hier leer, ne? Einfach leer. Und der wird halt mit abge... Das muss ich umbauen irgendwann eigentlich. Ist bloß dämlich. Weil... Warum ist das dämlich, wurde ich gerade gesagt haben. Weil ich da das ganze Öl, was da drin ist, erstmal wegmachen müsste. Oder mal kurz wieder stoppen. Also nee. Das haben wir ja gebaut zu einem Zeitpunkt, wo das Öl sich noch wie jede andere Flüssigkeit verhalten hat. Also wie Wasser. Und da war das kein Problem. Da brauchte man keine Pumpen. Aber dann ist ja nicht mehr so. Inzwischen bräuchte man eine Pumpe. So, was? Wow, du solltest mehr Streams vom Stadtporio hochladen. Dir fehlen noch 8 Folgen dann. Warum? Was ist los? Streams vom Factorio? Oh, stimmt, ich habe eine Woche Vorlauf mit den Folgen. Die einzelnen Folgen sind eine Woche hinterher. Dass ich für den Fall der Fälle, dass ich mal eine Woche aussetzen muss, habe ich dann immer noch Folgen. Das ist quasi der Grund, warum ich dann eine Woche Vorlauf habe und das auch so bleibt. Für den Fall, dass ich mal eine Woche lang nicht streamen kann und quasi der Stream ausfällt, habe ich dann immer noch Folgen. Das heißt, ihr könnt die Leute, die keine Streams gucken, können dann immer noch täglich ihre Folge sehen. So, kannst du nicht blaue Schaltkreise in die Base liefern? Von der könnte ich machen, ja, aber hatte ich bisher noch keinen Bock zu. Wäre natürlich, ich hatte mir das schon mal überlegt, das wäre wahrscheinlich intelligent, aber ja, hat noch keine Lust gehabt. Ist jetzt und die, naja gut, wäre schon langsam wichtig, weil wir ja doch eigentlich jetzt schon langsam mal alles umstellen. So, du mein Freund, fährst nach Silo 1, was komplett sinnlos ist. Fahr mal nach Silo 10.1, du musst da noch ein bisschen rumballern. Na? Stellst du dich einfach hier hin und klaust beim Wasser? Schon, ist es ja nicht. Schon ganz schön frech von dir, weißt du das? Einfach so von armen Leuten das Wasser klauen. Finden die Leute im Stream nicht gut von dir. Aber ich hab's denn jetzt gesagt. Die wissen genau, was du getan hast. Gut, warum habe ich die jetzt hier auf blaues Band aufgewertet? Keine Ahnung, damit ich hier rotes nehmen muss. Ist, ja. Ist doof. Das hätte kein blaues Band sein müssen. Na, macht ja auch nichts. Wir können ja den Output dann wieder auf rotes Band nehmen. Die werden dann wieder zusammengeführt auf 4 Bänder. Weil mehr braucht man nicht. Wie gesagt, ich habe hier, da wo das gebraucht wird, habe ich auch bloß, wo ist denn das überhaupt? Roten, der Unsinn gebraucht. Ich glaube hier, ne? Habe ich nämlich auch bloß roten Ausgang. Was ist denn los? Fehlt es immer noch an allem? Kann doch nicht wahr sein hier. Wieso verdurstet mein Tier? Naja gut, ich verhungere, ne? Sind wir wenigstens. Müssen wir beide leiden. Ach, jetzt sind die FPS wieder gut. Ja, auch schön.
in Ordnung. Das Spiel ist sich nicht sicher, was es hier machen soll. Aber Streamqualität ist heute gut. Das finde ich schon mal in Ordnung. Der jede Menge rotes Band mitgehabt, ne? Naja, gut. So, wir brauchen nochmal. Hier, nimm nochmal 50 von den Dingern mit. Und theoretisch könnte ich das rote Band auch mitnehmen. Aber nachher dann. Wir laufen auch schon wieder zurück. Tippel, 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 Tour. Nachricht wurde zurückgezogen. Nach jedem Untergrundrohr eine Pumpe. Dann hast du immer Druck. Ja, das Problem ist zwischen den Tanks. Das Untergrundrohr ist kein Problem. Wenn wir das uns hier angucken. Für hier nach links haben wir ja zwei Rohre, die nach links schaufeln. Und das einzig Wichtige hier ist für das nach links schaufeln ist, dass hier überall noch Zeug im Rohr ist. Und da ist überall Zeug im Rohr. Arbeiten die überhaupt gerade? Ja, die arbeiten alle. Okay. Nicht wirklich. Hier ist nämlich Leichtöl drin. Wir haben zu viel Leichtöl. Okay, naja gut, die arbeiten doch nicht. Wir können ja 5 Minuten Pause machen. Du gönnst dir was zu essen. Ja, alles gut. Wegen in 2 Stunden falle ich nie um. Das geht schon. Oh, ich habe zu wenig hier blaue Greifarme auch mit. Sehr gerne. Habe ich überhaupt von was genug mit? Verdammt. Ist immer noch nicht genug blaues Band. Was ist denn hier los? Muss ich nochmal heimfahren? Oh, das gibt's ja jetzt nicht. Naja gut, dann fahren wir nochmal kurz heim. Toll. Wieder nie genug Zeug mit. Vielleicht denke ich ja jetzt daran, genug Zeug mitzunehmen. Oder habe ich das jetzt hier nicht mitgenommen? Doch, hier ist kein blaues Band drin. Und mir wurde auch keins abgenommen. Was jetzt auch nochmal eine Möglichkeit gewesen wäre. Von daher, ja, müssen wir nochmal kurz heim und uns nochmal neu beliefern lassen. Vielleicht war nichts mehr da. Obwohl, nee, das kann eigentlich ohne sein. Weil der Zug ist ja noch voll geworden. Das heißt, in der Hinsicht sollte das geklappt haben. Tja, wer sich einen Partner ins Haus holt, muss mit den Folgen leben. Ja, das ist halt so, ne? Das hat ja auch seine Vorteile. Man ist zum Beispiel nie alleine. Das ist schon mal ein Vorteil. Lass dich doch füttern. Ach ja, ja, ja. Das sollte ich immer vorschlagen. Dann schlafe ich auf der Couch. Da kannst du wissen. Mitdenken ist was für andere. Die Rohre haben nicht 100 drin. Das wäre mit. Ja, ist ja egal. Wichtig ist ja, dass die. Ob die Rohre voll sind, ist mir sowas von. Egal. Wichtig ist, dass alle Raffinerien arbeiten können. Ob die Rohre 100% haben, ist doch egal. Das juckt ja nicht. Außer natürlich, man steht auf Druck. Dann sollte man das machen. Pyro, du bist nicht genug messy. Um alles bei dir dabei zu haben. Ja, das stimmt. Sollte da mal mehr messy sein. Okay, hier geht die Framerate wieder in den Keller. Aus Gründen, die keiner versteht. Aber ist halt so. Hier ist halt mehr los. Um Gottes Willen. Warum ist hier überhaupt noch ein Kreisverkehr, ne? Ich glaube, weil da kein Problem mehr ist. Aus irgendwelchen Gründen. Die ganze Anlage hier funktioniert inzwischen einwandfrei. Ich meine, die meisten Züge stehen auch einfach bloß im im Depot rum und warten darauf, dass sie mal was machen sollen. In allermeisten Fällen ist ja alles gut. Open Request. Minus 5,4. Wer ist das denn? Welche Station requestet hier? Da ist irgendeine falsch. Warte mal, ich müsste nach requested. Ist leider jetzt gerade nicht auf die Schnelle. Irgendwo müsste was Rotes sein. Ach, ist schon weg. Dammit. Okay. Irgendeine Station requestet zu früh. Ich weiß aber nicht welche. Da habe ich wahrscheinlich das Ding nicht richtig gesetzt. Oh, was ist denn hier los? Ganz schöner Ansturm. Ja, ich lasse die mal ganz kurz machen hier. So, wir müssen mitnehmen. Jede Menge blaues Band ist hier drinne, wird reingeladen. Ist kein Problem. Habe ich auch ein paar in der Hosentasche. Hast du eigentlich Probleme im Mod-LP im Moment? Nö, eigentlich nicht.
Ich meine, es geht alles langsam voran und ich lerne das so kennen. Und die Fabrik wird halt Spaghetti ohne Ende. Macht aber nichts, weil irgendwann baue ich ja eh groß mit China und mache das modular wie hier. Dann ist das egal, dass die Anfangsfabrik Spaghetti ist. Ich müsste bloß zu dem Punkt erstmal kommen. Ich habe jetzt auf jeden Fall, wir sind schon mal dabei, wir holen uns Kohle von eben Außenposten und Stearite. Ich bin mir nicht sicher mit den Namen. Dieses Erz, wo hauptsächlich Eisen rauskommt, das holen wir uns schon von Außenposten. Und dann holen wir uns demnächst nochmal einen Außenposten für irgendwas anderes auch nochmal. So, wir haben ja immer noch das Problem, ne? Es hat sich nichts getan, der Unsinn hier. Das hier ist auch voll. Ja, weil das zu langsam passiert aus Gründen. Hier sind 20.000 drinne. Es fehlen Pumpen. Damn it. Der kriegt nur von dem, ne? Ich muss das echt nochmal umbauen. Es ist echt nicht cool. Da müssten überall Pumpen dazwischen, die nach links pumpen. Habe ich nicht gemacht. Wäre aber wichtig gewesen. Problem ist, ich habe auch keinen Platz hier, ne? Vielleicht den ganzen Unsinn woanders nochmal neu aufbauen. Später mal. Können wir auch noch machen. Alter, wie lange steht denn ihr hier rum, ihr Roboter? Sind Drohnen und Teile, die sind Drohnen. Was? Manchmal hilft ein weiterer Hangar, die wartenden Teile zu beschleunigen. Ja, das stimmt. Du kannst auch zwei Pumpen pro Waggon anschließen. Ja, das nützt mir bloß nicht. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Das Problem ist, die Pumpe kann nicht in den hier einladen, weil der die ganze Zeit voll ist. Das blockiert die Pumpe. Da nützt mir auch keine zweite Pumpe leider nicht. Sondern ich muss irgendwie zusehen, dass der hier schneller entladen wird. Und dazu müsste man wahrscheinlich Pumpen nach links pumpen lassen. Die nur pumpen, wenn links weniger drin ist als rechts. Das ist ein bisschen doof und schwierig. Weiß ich nicht, wie ich das machen will. Weil ich die... Na gut, ich könnte verschiedene Farben hier... Naja, ich weiß noch nicht, wie ich das machen will. Hast du die Erzverarbeitung schon auf die nächste Stufe gebracht? Nee, noch nicht. Da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. So, brauchen wir nochmal ein blaues Band? Not really. Wir müssten eigentlich genug haben. Ich sage jetzt, wir haben genug. Im Endeffekt haben wir garantiert wieder nicht genug. Hätte mal gucken sollen. Habe ich noch? Ich habe hier noch ein paar. Vielleicht reicht's. Das wäre ganz nett. Das hier funktioniert auch. Sehr gut. Haben wir... Das ist nicht LTN, oder? Nee, das ist nicht LTN, das Ding. Ja, der hier ist nicht LTN, leider. Wie viel hast du? Nix. Beruhigend. Verdammt. Der hat nix. Wieso hat denn der nix? Aber das macht nichts, weil das juckt den hier nicht. Und dann ist leider Nächste da und holt sich sein Zeug ab. Okay, wir brauchen mehr. Brauchen mehr Produktion hier. Hier ist nicht genug Produktion aus Gründen. Der kriegt keine Kohle. Hier kommt nicht schnell genug Kohle an. Weil hier nicht schnell genug Kohle ankommt. Weil hier nicht... Ich muss das Entladeding hier besser bauen. Hier müssen wir auch mit unseren... Ah, sag schon. Da müssen wir entladen mit Dingsbums. Sag es doch einfach, Büro, was du willst. Sag es doch. Ja, mit den Splittern. Jetzt ist es mir eingefallen. Danke, Büro. Sauber. Ich bin stolz auf dich. Mist. Das war doof. Dammit. So. Das war doof. Was müssen wir mitnehmen? Davon haben wir genug. Davon haben wir auch genug. Blaues Band. Blaues Band können wir mal mitnehmen. Ja, nehmen wir alles mit, was wir können. Und dann gucken wir mal. Bin wieder da. Tobias Riegler. Ja, schön. Schönen guten Abend. Dank,
Pumpe direkt an Tankuntergrundrohr. Gerade dann zwischen den Hangar die Leitung legen. Und dann wieder an die vorhandene Leitung anschließen. Ah, ja, 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 das könnte man machen. Das wäre vielleicht die Idee. Stimmt, stimmt, stimmt. Sowas in der Richtung. Da können wir nochmal schön einen Hackjob machen. Statt dass wir das ordentlich bauen. Du hast doch den Balancer. Rotes Band. Upgrade auf blau. Ja, da wir brauchen aber hier keinen, oder? Das hier ist ja alles schon blau gewesen. Ich denke mal, du sagst hier wegen der Kohle hier oben. Das hier ist ja alles blau. Problem ist, dass es hier relativ starke Balancierungslücken gibt. Hier wackelt das Ganze natürlich dann auf. Ja, deswegen fehlt hier Zeug. Weil hier nicht genug ankommt. Also es vermute ich mal. Wenn hier diese Balancelücken wären, würde das besser aussehen und dann würde hier auch genug Kohle ankommen. Oder man müsste halt die Kohle doppelseitig ausladen, was ich aber nicht kann, weil ich nicht genug Platz gelassen habe. Wir könnten natürlich diesen Bahnhof hier, diesen Kohlebahnhof auch hier irgendwie hinbauen und dann doppelseitig machen, dass wir da genug Durchsatz haben. Das wäre vielleicht, richtig. Riga. Oh, ja, sorry. Ja, ich habe den L mit dazu gepackt, ne? Ja, sorry. Wieso habe ich nicht genug blaue Greifarme? Was ist denn der Unsinn? Wie viele blaue Greifarme fehlen denn hier noch? Immer noch 130. Ja, kann ja nicht wahr sein. Und angeblich auch noch... Ja, aber ich habe ja gar nichts, habe ich ja nicht. Na doch, die Lichtbogenöfen habe ich. Immerhin. Dann können wir ja gleich nochmal heim. Ach, das ist ja top. Geisterung macht sich breit. So, ich wollte die Dinger hier haben. Davon habe ich noch. Ja, ich wollte gucken, ob ich hier blaue... Ich habe doch bestimmt blaue Greifarme mit. Na klar habe ich blaue Greifarme mit. Das wäre mir ja jetzt auch komisch vorgekommen, wenn da keine gewesen wären. Pyro, brauchst wohl helfende Arme, weil du niemals genug davon mit hast. Nee, irgendwie... Ah, ich passe auch nicht auf, ob ich... Ich hätte mal gucken sollen, wie viel fehlt, dass ich auch nicht losmarschiere, bevor ich nicht genug habe. Ich habe nie geguckt, ob ich denn genug habe. Nicht schlimm, jetzt weißt du es. Ja, danke. Ja, stimmt. Jetzt bin ich informiert. Kann ich die anderen blauen einfach bauen? Ich habe keinen Bock, nochmal loszufahren. Wie viele fehlen denn noch? 45. Kann ich die bauen? Kann bauen, ich weiß, ich habe es gerade gesehen. Nicht unglaublich viele. Wie schnell geht denn das? Das geht der Sache relativ schnell. Wieso baut denn der so viele pro Rechtsklick? Spinnt meine Rechtsklick-Taste rum? Das kann sein, dass meine Rechtsklick-Taste wieder rumspinnt. Oh, Zähne noch. Ja, diesmal hat es richtig gemacht. Ich muss wahrscheinlich mal wieder hier das Kontaktspray reinsprühen. Die Rechtsklick-Taste ist sich nie sicher, was sie tun soll. Ist aber nicht ganz so schlimm. Die Linksklick-Taste wäre schlimmer. Wieso fehlen hier eigentlich Masten? Weil ich die nicht mitkopiert habe. Aus Gründen, die keiner kennt. Aber ich habe bloß die einen nicht mitkopiert. Das ist alles ein bisschen komisch hier. Weißt du eigentlich der erste Abo... wie der erste heißt? Außer du und Hera. Nee, ich habe keine Ahnung. Die Sache ist die, nur Leute, die ihre Abos teilen, von denen siehst du, dass sie dich abonniert haben. Bei allen anderen hast du keine Ahnung, dass sie dich abonniert haben. Von daher weiß ich es nicht. So, fehlen mir hier noch... Ja, 18 und 250. Können wir nochmal ganz schnell holen. Dann können wir auch schon mal rotes Band holen, weil das werden wir auch gleich brauchen. Und dann können wir wahrscheinlich echt die Forschung wieder ausbauen. Finde ich gut. Finde ich gut. 250. 100. 200. 250. Und noch einmal für die letzten... Erzförderer.
Dann ist der Posten da nämlich abgedeckt. So, und dann können wir endlich mal weitermachen. Ich weiß gar nicht, wo unser Ballermann eigentlich rumfährt. Den könnte man dann gleich nochmal holen. Na, hier bastelt es hin. Wunderschön. Was? Nicht genug? Oh, da gibt's ja nicht. Naja, gut. Was ist denn das hier? Ich glaube, mein Ballermann ist kaputt. Oh nee. Oh nee, warum? Wieso? Oh nee. Das gibt's ja jetzt nicht. Damn it. Muss ich den neu bauen, ne? Es lag aber, glaube ich, nicht an denen, sondern der ist hier an den Gegnern stecken geblieben. Tolle Wurst. Ja, fahr nach Artillerie. Und warte da. toll. Das Problem ist, der... ich sag schon, mir fällt's nicht ein. Der Waggon, der Güterwaggon ist weg. Und der war ja eingestellt. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, RIP. Hast du mal geguckt, die Module im Mod-LP kosten? Wirst wohl noch ein paar Folgen ohne klarkommen müssen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe noch nie geguckt, aber die werden ja garantiert auch diese Prozessoren brauchen. Und die Prozessoren sind ja im Mods-Paket, sind die nicht so leicht zu bauen. Das heißt, also ich habe da noch gar nicht geguckt, weil ich gehe davon aus, dass ich noch lange ohne Module auskommen muss. Aber ich könnte natürlich mal gucken beim nächsten Mal, dass ich da wenigstens schon mal Bescheid weiß. Das ist jetzt super hier. Ist er kaputt? Oh nee. Ich fahre, du schießt. Oh Mann. Ich wüsste aber nie, wie man da was Besseres machen kann. Ja, der ist garantiert, ich vermute mal, der ist stecken geblieben an den Gegnern und dann vom Flammenwerfer kaputt gemacht worden. So, macht ja keinen Unsinn hier. Macht er nicht, das ist gut. Manuell. Und zurückfahren. So, hier bis ungefähr. Ein kleines Stück daneben können wir. Passt das? Ein kleines Stück vorne. Jetzt passt das. Okay, wir brauchen einen Güterwaggon. Wir müssen dazu aber hier die alle zur Seite drehen. Weil die sonst den Güterwaggon beladen. Was die noch nicht sollen, weil der ist noch nie eingestellt. Dann brauchen wir natürlich wieder einen Artillerie-Gedönswagen. Wo auch immer der schon steckt hier. 64 Motoreinheiten. Kann ich mir anfordern lassen, ne? Ja. 64 hätte ich gerne. Komm. Halt. Wieso macht er die 4 nicht? Achso, weil Umschalt wieder drin ist. Hier, 64 hätte ich gerne. Ja, 60 hat er mir jetzt gebracht. Mal sehen, wann die 4 kommen. Komm, gib Gas. Spiel. Mist. Ein guter Wagen kaputt. Oh, das war doof. Ups, ups, ups. Jetzt geben sie mir wieder 64 von den Dehallen. Aber will ich bloß 30 haben oder so? Deswegen war das gerade doof. Hier. 30 wird reichen. Fertig. Hat er gebaut. Wo hast du denn hingestellt? Ach, da oben. Diese Richtung, genau. Und natürlich in der Lok noch dran. Das passt. Okay, du darfst wieder nach Artillerie düsen und da warten. Jetzt müssen wir ihn hier noch einstellen. Ich habe keine Ahnung, wie der eingestellt war, ne? Das ist die Frage. Wie viele Fässer hatte der zum Beispiel mit von denen? 10? Waren das 10? Ich weiß es, ne? Ich weiß, dass ich glaube 2000 Munition drin hatte. Mit der können wir ja anfangen, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, ich hatte wahrscheinlich bloß 1500 mit. Das sind jetzt 1500.
Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Reparaturpaket. Wenn ich es finden würde. Alter, wie viele Reparaturpakete ich einstecken habe. Hier, ein Slot würde reichen. Dann waren die Roboter drin. Die hier. Und die hier. Dann waren drin die Teile. Die Teile. Und die Teile. Was fehlt noch? Mauern. Ja, super. Mauern fehlen auch. Wie viele Mauern machen wir denn? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich glaube, hier muss nochmal was weg. Dann machen wir hier mal die Mauern weg. Dann nehmen wir bloß 1000 von der Munition mit. So, die beiden Geschütze machen wir weg. Das sind die hier. Und die hier. Okay, was fehlt jetzt noch? Haben wir Hammer, Hammer, Hammer. Jetzt sind's nur noch die Fässer. Was ist denn das hier? Das sind denn hier Leichtölfässer? Naja, egal. Frag mich nicht. Ich werd's nicht wissen. Ja, ich bräuchte mal so ein Leichtölfass. Gib mir mal kurz. Dann brauche ich gleich leeres Fass auch nochmal. Davon nehmen wir 10 Stück mit. Der darf etwas mehr leere Fässer mit heimnehmen, als er volle Fässer bringt. Dafür bräuchte ich ein leeres Fass. Hallo, leeres Fass. Ja. Dankeschön. Eins reicht. Ja, du alles leeres Fass. Danke sehr. Ich hoffe, das ist richtig. Ich hoffe, ich habe jetzt alles mit, was hier... Das ist drin, das ist drin. Das ist alles drin. Das sollte so passen. Okay. Huch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Ding wurde wieder vollgeladen. Munition ist auch drin. Dann warten wir mal, bis der hier voll ist. Abgesehen von Muni, weil Muni geht nicht. Warum kriegt der keinen... Alles hier mit dir los? Kein Bock. Ich glaube, du hast was Falsches gegriffen und hast deswegen keinen Bock. Dann helfe ich dir doch. So. Warum sind das eigentlich kein... Warum ist das kein Stacker? Da könnte sowas von den Stacker hin. Ganz ehrlich. Dem hier eigentlich auch. Hier wird nie so viele werden nie so viele gebraucht werden. Da ist jetzt Stack nicht ganz so wichtig. Du brauchst extra Forschung für Module. Ah, stimmt. Ja, ja. Stimmt. Das auch noch. Kannst ja machen. Nachher schauen. Ja, kann ich. Eine Reihe voll. Reihe voll leerer Fässer. Nimm doch einfach meinen Kopf. Was? Mein Kopf? Was will ich mit deinem Kopf? Ja, so war es richtig. Okay, gut. Dann haben wir alles. Laden ist voll. Dann können wir auch losdüsen. Du bist jetzt Ballerbude. Du musst ja wieder komplett vollgeladen werden. Ein bisschen schade, weil das ist relativ viel Zeug, was da jetzt kaputt gegangen ist. Oh, was stehst du denn jetzt hier rum? Ah, er verzieht sich. Nett. Du wurde... Drecksack. Herr Drecksack. Ich hab gesagt, du wurdest. Was macht er? Was ist los? Wieso fehlt denn hier... Stahl? Was ist denn das? Das kann ja nicht wahr sein. Warte mal, wieso fehlt denn hier Stahl? Das liegt aber nicht an den mangelnden Robotern, weil Roboter haben wir genug. Wir haben keinen Stahl? Ist die Hütte leer? Nö, die Hütte ist voll. Was ist hier los? Warum ist hier kein Stahl gerade? Jetzt wird hier wieder Stahl hingebracht. Was? Ist hier Stahl auf der Leitung drauf? Ich sehe es nicht. Weil es unterbrochen ist, oder? Nee. Ja, hier ist kein Stahl. Also es liegt daran, dass es keinen Stahl gibt. Deswegen läuft da gerade keiner runter. Warum gibt es keinen Stahl? Warum wird keiner geholt? Was bist du für einer? Stahl warten.